Hallo, ich bin Dennis von SimCities und heiße euch herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Ja, wir wollen jetzt ein wenig Landwirtschaftsindustrie machen, bauen. Ja, dafür fangen wir mal hier mit einer Straße an. Die Insel möchte ich später noch ein bisschen umbauen. Und hier nochmal eine Straße. Mal gucken, wie weit, ja, das passt. Eine durch. So, ist noch im Gebiet, hier nicht mehr. Machen wir mal die Straße durch. So. Okay. Ja, so eine Art. Machen wir mal hier noch mal eine schöne Straße lang. So. Hier das Stück entfernen wir. Ja, das passt. Da könnten wir einen kleinen Weg machen, damit die Leute darüber können. Ich hätte den lieber so. Den machen wir von hier aus rüber. So passt es. Und hier auch. Und das geht nicht. Passt schon, passt schon. Okay. So. Dann gehen wir mal hier ran. Was ich hier natürlich jetzt mache, ist so viel Landwirtschaft wie möglich hier nochmal unterbringen. Aber es soll noch einigermaßen in Ordnung aussehen. Hier nochmal die Straße durch. Und von hier. So. Ziehen wir hier mal durch. Ja, und jetzt von hier aus immer weiter. Das ist jetzt halt erstmal die ganze Vorbereitung, die gemacht werden muss. So ein bisschen bearbeiten wir das Ganze natürlich noch. So. Hier passt auch noch eine rein. Machen wir mal so. Da ist viel Platz. Aber lassen wir das mal. Das Wasser. Fahren wir hier mal lang. So. Einmal außen rum. Und jetzt hier durch. Hier nochmal durch.
Und das letzte Stück Wasser. Naja, da noch ein bisschen. Okay, das hätten wir. Ich hätte auch weiterlaufen lassen können. Ah ja, und da ist kein Autoanschluss, kein Straßenanschluss. Machen wir erstmal hier ran. Und erstmal hier. Das ist schon so in Ordnung. Dann können wir noch einen Hafen vielleicht machen. Einen Frachthafen. So. Wie wär's dann noch mit einem Lagerhaus? Das groß, nehmen wir das mittlere. Ja, das nehmen wir. Direkt hier hin. Und die Straße hier einmal rein und da raus. Gut. Straße, Kreuzung, keine Ampel, sehr schön. Das hier macht angrenzende Agrarindustrie. So, und das können wir hier dann wirklich voll machen. So, brauchen wir alles. Ich könnte natürlich auch einfach das hier machen. So. Das hier nicht. Ich glaube, ab hier. Nehmen wir mal wieder einen Pinsel. Mal schauen. Ja, ist noch drin. So. Ich sollte weiterlaufen lassen. Ja, nicht pausieren, laufen lassen. Da ist kein Strom, aber es wird sich auch noch mal ändern, wenn sich hier was aufbaut. Da ist jetzt Strom. Sehr gut. Und Wasser fehlt ja auch noch. So, das wird jetzt so eine kleine Industriefläche, so eine kleine Landwirtschaftsfläche. Kann sich hier noch ein bisschen was aufbauen. Und das Dörfchen hier, erstmal benutzen wir es natürlich für Arbeitsplätze. Aber ich möchte es noch einmal ändern. Hier fehlt auf jeden Fall eine Schule. Also absolut. Schulen sind hier Mangelware. Gibt es hier wenigstens eine Feuer? Eine Polizei gibt es hier? Nein. Feuerwehr? Nein. Ich bin ja begeistert, was ich hier gemacht habe. Wenigstens eine Arztpraxis und ein Krematorium. So, hier auf dem Land auch nochmal eine Feuerwache hin. Und hier so ein Anti-Waldbrand-Dingens. Oh, passt schon. Ja. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis sich da was aufbaut. Ich hoffe, es passiert auf jeden Fall noch. So, hier haben wir nicht genug Abnehmer für den Fisch, aber wir haben jetzt ja einen Frachthafen. Gibt es auch ein Lagerhaus für den Fisch? Erz, Landwirtschaft, einzigartige Fabrik, Tierprodukte vielleicht. Nein. Ändern wir mal.
Nein. Keine. Also, wir können ja keinen Fisch lagern. Dann setzen wir dich einmal hier rüber. Machen wir mal so. Und sagen auch landwirtschaftliche Produkte. Auch wenn du keinen Strom hast. Ja, dafür können wir noch sorgen. Können wir hier anschließen. So, wie sieht es bei der Fischindustrie aus? Gibt es denn hier ein Lagerhaus? Fischmarkt, Fischfabrik, aber kein Lager. Okay. Eigentlich wollte ich die Insel noch mal ein bisschen umgestalten. Werden wir vielleicht auch noch machen. Das hier gefällt mir nicht, ehrlich gesagt. Deswegen war ich da auch so lange nicht dran. Es gefällt mir einfach nicht mehr. Hier können wir noch eine Brücke rüber machen, damit eine bessere Müllentsorgung ist. Mal die hier. Und hier aus einmal anschließen. Ja, setzen wir einmal so durch. Und jetzt kann ja auch ein bisschen Müllentsorgung entstehen. Rüberfahren. Passt schon. Hier kommen gerade auch keine Einwohner dazu. Vielleicht senken wir das einfach mal. 2%. Besteuerung. Nehmen wir mal raus. Höhere Besteuerung. Ja, wir müssen ein bisschen Geld verlieren, aber dafür bauen sich auch wieder besser auf. Und vielleicht sollten wir Industrie geringer besteuern. Ah. Lass mir das mal. Da ist schon die erste Farm. Sehr schön. Und das Ganze soll nochmal hier lang erweitert werden. Fischfang wird ein bisschen anders gemacht werden. Das wird sicherlich nochmal ganz schön. Hier ist ja auch ein bisschen Industrie. Das gefällt mir auch mit dem Flughafen. Der hat aber ein Müll- und Kriminalitätsproblem. Oh, okay. Ich sehe da ein Problem. So. Ich denke, ich kann es so lösen. Ja, die können hier einmal drehen und... Ja, die können hier einmal drehen, dann dorthin. Passt auch. Ein bisschen Stau, das ist in Ordnung. Hier könnten wir noch mehr Flugzeuge hinsetzen. Hier hat es sich mit dem Stauproblem gelöst. Wir haben viele Passagiere, wir nehmen aber nicht viel ein. Das ist aber in Ordnung. Und das schöne Touristengebiet wird größer. Sehr schön. Vielleicht setzen wir auch noch ein paar Wohngebäude hin. So, hier so. Hier vorne. So. Der Punkt nicht, aber der. Da wohnen auch noch Leute. Und hier drüben natürlich. Einwohner. Ich glaube aber, hier haben die kein Wasser. Ja.
hier ist aber Wasser, sehr schön. Und hier könnten wir natürlich auch noch mal ein bisschen befüllen. Und hier kommen hoffentlich noch mal ein paar mehr Industriegebäude. So. Ja, und hier muss auch noch die Anbindung. Ach ja, ich lasse mich immer so schnell ablenken. Das gefällt mir gar nicht. Also. Nee. Nee, das geht nicht. Das sieht nicht aus. Überhaupt nicht. Das müsste eigentlich nochmal neu gemacht werden. Hinteres Flugzeug nicht ganz voll. Nur 24% der Sitze werden belegt. So, wie sieht es hier aus mit dem Geld? Ah, falsch angeklickt. Da. 22.000 Profit. Sehr schön. Jetzt müsste auch noch das Holzgebiet neu gemacht werden. Aber da... Hier wäre das was. Wenn wir hier ein komplettes Holzindustriegebiet hinsetzen. Da haben wir auch eine Bahnstrecke. Ich würde die zwar ungern nutzen, sondern ich würde lieber hier nach hinten hin dort anschließen. Einfach damit kein Stau entsteht. Ja, das wäre ein super Waldgebiet. Oh ja, ich lasse mich schon wieder ablenken. So, Industriegebiet. Machen wir mal die ganze Kachel hier voll. Das hier nicht. Aber hier so lang. So, wir werden nicht alles benutzen. Aber schauen wir mal, wie groß das am Ende wird. So, schön Industrie. Da machen wir hier ein richtig großes Waldgebiet rein. So. Da, das forstwirtschaftliche Hauptgebäude. Dafür nehmen wir mal eine etwas breitere Straße. Gute Frage. Ich würde sagen, wir setzen es hier an die Straße hier. So, die führt einmal lang. Hier einmal lang. So, das Hauptgebäude. Machen wir auch noch Arbeiterunterkünfte hin. Zweimal. Es fehlt Strom und Wasser. Wir pausieren erstmal und ziehen die Straßen. Dazu fangen wir einmal mit der hier an. Die ziehen wir einmal durch. Und nehmen jetzt hier die kleinen Feldwege. Und zwar von hier aus. Nein, von hier. Also ich möchte nicht zu viel verschwenden. Zu viel Platz verschwenden. Einmal hier durch. Und dann schauen wir mal. Wir müssen hier noch Anschlüsse bauen. Schauen wir mal, wie groß die Wälder werden. Umsetzungsfeld. Große Baumplantage. Wie groß ist die? Die ist genauso lang. Die ist kleiner, okay. So, dann setzen wir mal ein paar hin. So. Weg rein.
Hier passt es nicht, aber hier. Wie lang ist das jetzt? Das ist 17. Dann komme ich genau dahin, okay. So gehe ich nochmal, ich gehe mal 18 weiter. Nein, ich gehe nochmal 17 weiter. Und führe von, ich mache von hier aus nochmal eine Straße hier durch. Und vielleicht passt es ja jetzt. Schauen wir mal. Ja. Wenn jetzt auch noch alles dieselben Bäume sind. Erlen. Dann sieht es ja auch echt aus wie ein Wald. So, setzen wir nochmal hier durch die mittleren Felder. Ein großes. Passt perfekt. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch schon mal besser aus als das. Was auch niedergebrannt ist. Ja. Machen wir jetzt mal richtige Wälder. Das gefällt mir. Und das war es jetzt auch von dieser Folge. In der nächsten Folge werden wir das Ganze nochmal richtig anständig machen. Und das richtig fertig machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss.